Winterklausurtagung der Freie Wähler Landtagsfraktion in Wirsberg bei Bayreuth. Im Mittelpunkt des ersten Sitzungstages die Energiepolitik in Bayern. Beim Besuch des Windparks Creußen betonten die Abgeordneten, dass die Region ein Aushängeschild für den gesamten Freistaat sei und einen wichtigen Beitrag zum Gelingen der Energiewende leiste. Zusammen mit Vertretern der örtlichen Bürgerinitiativen erläuterte die Fraktion ihre ablehnende Haltung gegenüber der geplanten Gleichstromtrasse durch Oberfranken. Es hat sich ganz klar gezeigt, dass wir die Braunkohletrasse hier durch Oberfranken, durch 13 Landkreise in Bayern ablehnen werden, und zwar strikt, denn es wird kein Fortschritt im Bereich der Energiewende erzielt. Bayern bekommt eine Abhängigkeit, die man selbst lösen kann, wenn man sich bemüht. Und deshalb wollen wir auf keinen Fall diese Trasse. Und wir glauben sogar, dass diese Trasse, so wie sie angelegt ist, der Energiewende stark schadet und können die Staatsregierung nur auffordern, endlich hier einzulenken und der Energiewende das Wort zu reden und nicht den HGÜ-Trassen. Im Anschluss an den Ortstermin in Creußen diskutierten die Abgeordneten in Bayreuth mit Vertretern des Stromnetzbetreibers TenneT. Dabei ging es vor allem um die grundsätzliche Notwendigkeit der Stromtrassen sowie alternative Szenarien. Denn die Freien Wähler sind überzeugt, dass Bayern vernünftige Alternativen benötigt, darunter der Verzicht auf die 10H-Regelung, eine dezentrale Erzeugung von Energie und ein Marktdesign für hocheffiziente Gaskraftwerke. Vor Ort in Bayreuth besuchten die Abgeordneten die Villa Wahnfried und überzeugten sich auf einer Führung vom Fortschritt der Baumaßnahmen. Der Neubau wird im Sommer dieses Jahres eröffnet. Probleme rund um die laufenden Kosten des Museums besprachen die Abgeordneten zusammen mit der Bayreuther Oberbürgermeisterin Brigitte Merk-Erbe. Bund und Land sind in der Richard-Wagner-Stiftung, die ja formell das Museum trägt, die sind sehr stark vertreten, haben auch großen Einfluss, haben Beschlüsse gefasst, die auch Geld kosten. Und jetzt haben wir nach dem Gespräch bei der Stadt Bayreuth, haben wir so den Eindruck, dass man sich dieser Verantwortung, wer diese teuren Beschlüsse gefasst hat, jetzt auch nachkommen muss. Und da müssen wir natürlich jetzt mal nachhaken. Den Abschluss des ersten Klausurtages bildete das traditionelle Abendessen mit lokalen Mandatsträgern. Dort erläuterte Fraktionschef Hubert Aiwanger die landespolitischen Themen des neuen Jahres. So wollen sich die Freien Wähler auch weiterhin für eine echte Wahlfreiheit am Bayerischen Gymnasium einsetzen, gegen die Monstertrassen kämpfen und den ländlichen Raum stärken. Am zweiten Tag der Klausurtagung berieten die Abgeordneten über das Thema innere Sicherheit, speziell im ländlichen Raum. Dabei stand die Modedroge Crystal Meth im Mittelpunkt der Diskussion. Sie gelangt vor allem aus dem benachbarten Tschechien nach Deutschland. Ich denke, dass wir im Moment im bayerisch-tschechischen Grenzgebiet unsere Hausaufgaben gemacht haben. Jetzt ist noch die höhere Politik gefordert, nämlich auf Bundes- und Länderebene muss eine Harmonisierung der unterschiedlichen Betäubungsmittelgesetze dringend herbeigeführt werden. Ich glaube, ohne diese Maßnahme werden wir letztendlich unser Problem, das zunehmende Eindringen von Crystal Meth nach Bayern aus Tschechien, nicht lösen können. In diesem Zusammenhang machte die Fraktion auf ein Grundproblem der inneren Sicherheit aufmerksam, die Personalstärke bei der bayerischen Polizei. Gerade auf dem Land müsse die Präsenz der Beamten gestärkt werden. Deshalb fordern die Freien Wähler, die Zahl der Polizisten in Bayern zu erhöhen. Auch zum Thema Vorratsdatenspeicherung haben die Parlamentarier eine klare Meinung. Ich bin für einen vermittelnden Weg, so wenig Vorratsdatenspeicherung wie möglich, aber doch so viel wie nötig. Wichtige Obergrenze für mich ist ein Überwachungsstaat wie die USA, und das sind sie nun mal leider, mit Datensammelwut, das darf es nicht geben. Zum Abschluss der Klausur konnten sich die Abgeordneten noch über gute Umfrageergebnisse freuen. Als einzige Fraktion im Bayerischen Landtag haben die Freien Wähler beim BR Bayern Trend 2015 zulegen können und erreichen nun 10%. Wir sind mit diesem Ergebnis natürlich aus jetziger Sicht sehr zufrieden. Ein zweistelliges Ergebnis, das uns wieder auf Platz 3 sieht bei der Umfrage innerhalb Bayerns. Gleichwohl ist es für uns Handlungsauftrag. Wir sehen, dass die Bürger uns unterstützen, dass die Bürger wissen, wir machen gute Politik. Heißt aber genauso, es ist noch mehr möglich. Die Bürger setzen zunehmend auf uns. Wir müssen vielleicht noch mehr die Themen rüberbringen und müssen der Staatsregierung noch mehr den Weg weisen. Das Umfrageergebnis sei Bestätigung und Arbeitsauftrag zugleich, so Aiwanger. Denn der Freistaat braucht die Ideen der Freien Wähler, damit Bayern eine gute Zukunft hat.